Mit welchen Fragen beschäftigt sich aktuell die Würzburger Forschungsstelle Roborecht? Unsere Forschungsstelle beschäftigt sich vor allem mit Fragen von Haftung, aber auch Datenschutz. Es geht um autonome Systeme, es geht um Internetkriminalität, es geht um autonomes Fahren. Also das ganze Spektrum moderner Digitalisierung wird erfasst. Wie sehen Sie denn die weitere Entwicklung im Hinblick auf autonome Systeme? Ich denke, dass diese Technik unsere ganze Gesellschaft erfassen wird. Es wird überall solche Systeme geben, bei der Arbeit, in der Freizeit, in der Medizin. Und es ist sehr wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt bleibt und dafür sorgt das Recht. Und was gilt es jetzt zu tun? Was wäre vielleicht auch Ihr Tipp? Wichtig ist vor allem eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Technikern, mit Sozialwissenschaftlern, um zu klären, welche Risiken überhaupt drohen. Und dann sollte man vorsichtig versuchen, die neuen Fragen zu regulieren. Und wo sehen Sie vielleicht auch die größten Herausforderungen eben in dieser Branche jetzt, die auf uns zukommen? Ich sehe ein großes Problem darin, dass künstliche Intelligenz, so wie sich diese Entwicklung jetzt abzeichnet, in den Händen von einigen wenigen Großunternehmern liegen wird aus den USA. Das bedeutet, dass die uns ihre Regeln vorgeben könnten. Das ist sicher nicht die richtige Entwicklung.